Willkommen in meiner bescheidenen Taverne. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Kann man da vielleicht noch andere Leute fragen wegen dem Schädel? Den König zum Beispiel? Vielleicht zahlt er ja ein bisschen mehr. Ja, erst schauen wir mal, was wir sonst so verkaufen können. Wie zum Beispiel Schmiedehämmer und sowas. 6 Dukaten. Ja, vielleicht können wir da ja ein bisschen feilschen. Alter, endlich kriegen wir hier mal ein bisschen Platz. Tellerhelm, grüne Magie, Rubens, kann alles weg. Söldnerhelm, ja. Schutzamulett behalten wir mal, weiß was Besonderes ist. Zwergische Sturmhaube kann weg. Tolambrak ist was Besonderes, kann weg. Da, Schmiedehammer oder Hämmer. Ganz viele. Jo, ist mein voller Ernst. Herr Vorgrim. Herzwerk. Holzleim. Gehen wir mal nicht näher drauf ein. Ganz viele Schmiedehämmer, Zeugs. Söldnerhelm, Dolch, Schmiedehammer, alter Streit. Ach, ne, ne, ne. 99 Blattgold. Wir müssen auch. Oh, was war denn das jetzt gerade? Schmiedehammer, okay, gut. Nein, abbrechen. Wir können auch mal ganz kurz nach Ferdok zurückreisen, vielleicht, und die ganzen anderen Sachen ablegen, dass wir noch ein bisschen mehr Platz haben. Weil in der nächsten Etappe werden wir dann wahrscheinlich auch wieder einiges an Zeug finden und das will ich natürlich ungern liegen lassen. Oh, hier ist noch ein Schmiedehammer. Die Pilze behalten wir mal. Kultistendolch. Sind ganz ehrlich. Spinnenfangzähne. Komm mal weg. Die Stiefel, Stoffmantel, Pluderhose. Seidendrüsen lassen sich verkaufen. Bärenzähne kriegst du. Das ist alles dein Zeug. Und was hast du? Barubinerhut. 4-1, Bepinderung 1 kann eigentlich weg. Schmiedehammer. Schmiedehammer, Schmiedehammer. Schmiedehammer, Schmiedehammer, Flachmann. Schnupftabakdose kann auch weg. Felsspalter, 2 Antiwaffen, 2 plus 4 kann weg. Altes Brötchen behalten wir, das alles andere auch. Kunchoma, ja komm, das hauen wir in Ferdocke dann. Doppelkunchoma, hauen wir in Ferdocke, alles in die Truhe. Nachtwind auch. Das ist alles interessant. Schnabelschuhe, die Eisenwalde, Kurbel, Anleitung haben wir ja schon, kann also weg. Tulamidische Stiefel. Ja. Kefia. Wunderbar. Einmal speichern. Fragen wir den mal hier wegen dem Schädel. Einen was? Ihr Oberfläche seid wirklich überaus grauslich veranlagt. Mit anderen Worten, nein, danke, ich möchte meinen Gästen nicht den Durst verderben, indem ich morbide Dekorationen aufstelle. Tut mir einen Gefallen und werft diese Scheußigkeit dort vorn über die Kante. Ah, war so grauslich, sind Totenköpfe doch gar nicht. Kennt ihr denn niemanden, der dir dafür begeistern könnte? Schon gut, ich nehme es ja weg. Nein, ich will den verkaufen. Ich will den bei mir übers Haus hängen, statt... wir haben ja doch irgendwo eine Skulptur, oder? Ja, wir haben da doch schon den Drachenkopf, Alter. Den Zyklopenschädel in den Drachenkopf einbauen irgendwie, sodass es dann so ein Zyklopendrache ist. Alter, wäre das krass. Das würde ich gerne mal sehen. Ihr seid beharrlich, was? Na gut, dann geht mit diesem einäugigen Spuk zum Tempel. Lugosch allein könnte so verrückt sein, sich für so etwas zu interessieren. Aber kommt bitte das nächste Mal ohne dieses Ding, wenn ihr ein Bier haben wollt. Seid bedankt für diesen Hinweis. Ich trage den Schädel nun weg zu jemandem, der ihn hoffentlich mehr zu schätzen weiß. Versuchen wir mal, wo ist denn Lugosch? Und vor allem, wen kann ich... Aldesias Gemächer? Aldesias Gemächer, warum... Warum ist denn da ein Fragezeichen? Sapeurshelm. Wer könnte denn den... Oh, ich wollte ja nicht in den Wetter. Wer könnte denn den Sapeurshelm gebrauchen können? Und wo haben wir den denn gelagert? Wer hat den denn dabei?
Du dann wahrscheinlich, oder? Nee, Questgegenstand natürlich. Zwergische Zahlen. Vielleicht kann man ja auch Lugosch deswegen fragen. Wo ist denn der? Beim Tempel. Tempel. Der Tempel, der ist der da oben? Weiß ich, wo der Tempel ist. Da scheint der Tempel zu sein. Da war ja immer so eine unsichtbare Wand, ne? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Zum Angrosch-Tempel. Ja. Garoschem und willkommen unter dem Segen Angroschs. Kann ich euch helfen? Garoschem und Baroschem natürlich auch, darf man nicht vergessen. Auf meiner abenteuerlichen Reise durch die Höhlen fand ich diesen Schädel eines Zyklopen. Was haltet ihr davon? Ein Zyklopenschädel? Wie hochgradig faszinierend. Kann ich euch überreden, ihn mir zu Studienzwecken zu überlassen? Ich würde euch dafür eine Auswahl feiner Tränke geben. Oh ja, das ist doch nicht so schlecht. Ich habe dafür ohnehin keine echte Verwendung. Ja, komm, nimm. Die letzte Ruhe des Zyklopen. Aha. Was geht los? Wir kriegen die Quest, die dann sofort abgeschlossen ist. Das ist ja auch wunderbar. Das vergiftete Bier. Gelbe Flüssigkeit. Stofffetzen. Tiefen Höhlen von Gruldur. Und die letzte Ruhe des Zyklopen. Garoschem und... Kann ich mir den wenigstens anschauen? Ja. Die kommen nicht durch die Wand durch. Ach, wie süß. Tja, Und wen frage ich jetzt wegen dem Helm? Vielleicht irgendeinen Minenarbeiter. Aber die haben wir ja alle zu dem einen Stollen geschickt. Wo ist denn der? Der Stollen, der eingestürzt ist. Puh, da fragt ihr was. Vielleicht wissen die sowas. Seid gegrüßt. Wahrscheinlich eher nicht. Die Grubenarbeiter, Minenarbeiter. Vielleicht weiß der was, da ist es ja. Vielleicht kennt er sich damit ja aus. Sieht eher nicht so aus. Gehen wir halt nach Haus. Da geht's nach Ferdok. Ganz viele Zwerge. Dieser Stollen, der eingestürzt ist. Wo ist der denn? Kann man das hier vielleicht sehen? Angrosch-Tempel, Ausgang in den Kosch. Zum Thronsalz, Werkbereich. Also das kann man ja nicht lesen. Die Schrift ist ja viel zu klein. Der Zugang war ja nicht da unten bei der Wendeltreppe, ne? Das war ja irgendwo anders. Der Zeugwart vielleicht. Garoschem. Ah. Wie kann ich euch helfen? Zeugwart, da müsste sich eigentlich mit den ganzen Sachen auskennen. Also hier mit dem Zeug, das was gelagert wird, ist ja, würde man sagen, das ist, ich sag mal, staatliches. Ne, der Grubenarbeiter bekommt von denen den Helm wahrscheinlich gestellt. Von dem könnte er sich mit den Zahlen vielleicht auskennen. Ich habe in den Höhlen unter der Stadt diesen Helm hier gefunden. Ich wollte ihn den Angehörigen des Verstorbenen zurückgeben. Ein Helm? Zeigt einmal her. Das ist ja erstaunlich. Es ist der Helm von Rumbart, Sohn des Ragimor. Er war ein Großonkel von mir. Die Familie hat nie erfahren, was aus ihm geworden ist. Ich fand den Helm in einem zugemauerten Gang. Offenbar trank dieser Rumbart bis in die verschlossenen Höhlen vor, in denen untote Gräume wandeln. Ich denke, er fiel ihnen zum Opfer. Ja, da haben wir es ja erledigt. Eine glückliche Fügung. Das Gedenken an unsere Ahnen ist für uns Angrosch-Schim sehr bedeutsam. Wir wussten lange nicht, wie Rumbart starb. Vielleicht hat ihm jemand eine Kiste durchs Gesicht gezogen. Seine Grabtafel konnte nicht beschriftet werden. Ich danke euch, dass wir nun Gewissheit haben. Bitte nehmt diese kleine Summe als Dank. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Nein, danke. Ist das auch erledigt? Ja, Sapeurshelm, wo ist denn der? Da, ganz oben auf einmal. Es blinkt es jetzt schon wieder. Kann es sein, dass so gut wie jede Quest mit die oder der oder das anfängt? Also mit einem Artikel, mit einem bestimmten. Die tiefen Höhlen von Moron und Wandern im Moronos. Ja, dann bleibt natürlich nur noch übrig, zum Thronsaal zu gehen.
Aber ich wollte ja eigentlich erst noch ganz kurz nach Ferdok und die ganzen Schmiedesachen und so ablegen. Obwohl, das kann man auch noch machen, bevor wir in einen neuen Bereich gehen. Also in die Feuerfälle. Das sollte hier noch ein kleines bisschen dauern. Da können wir ja davor noch in den Thronsaal gehen. Und dann die Sachen auch noch mit abgeben, sofern wir Sachen finden, die wir abgeben müssen. Habt ihr noch irgendwas? Bitte, bringt König Aromboloch wieder zur Vernunft. So eilt euch doch. Ja. Immer langsam, ich hab's nicht vergessen. Mensch, alter Mann, ist kein D-Zug. Drache. Was für ein Schlamassel. Sollte er eigentlich wissen. Prinz Arom, wie ist die Lage? In deiner Abwesenheit ist ein Schatten auf Murolosch gefallen. Mastrasser. Mein Vater scheint auf einmal den Verstand verloren zu haben. Er tobte und wütete und wir mussten ihn im Thronsaal einschließen. Meine Drachentöte bewachen nun die Tore. Und noch konnten wir diese schreckliche Neuigkeit geheim halten. Meister Xolgorax hat mir bereits alles berichtet. Ich will versuchen, ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Sei unbesorgt. Deine Zuversicht sollten sich auch andere zu Herzen nehmen. Geh, die Wachen werden dich einlassen. Ich bitte derweil zu Eingrosch, dass niemand zu Schaden kommt. Wirst du mich im Kampf gegen König Aromboloch unterstützen, Prinz Arom? Nein, Freund. Ich kann nicht die Hand gegen meinen Vater und König erheben. Verlang dies bitte nicht von mir. Ich bin dir dankbar, dass du diese Aufgabe übernimmst. Denn ich könnte es nicht. Ja, ich verstehe. Sei unbesorgt, ich werde bald mit froher Kunde zurück sein. Gut, er könnte dich eigentlich wenigstens mitkommen und auf die Wachen eindreschen. Und halt einen Kampf mit gegen seinen Vater irgendwie ausweichen. Aber wenn er nicht will, meine Güte, wir schaffen das auch so. Bevor wir da reingehen. Ne? Ihr kennt's ja. Einmal schön alles buffen. Und die Stile aktivieren. Und Armatrutz natürlich auch noch. Wenn er genügend Mana dafür hat. Und natürlich wieder warten, bis er sich aufgeladen hat. Lalala. Dann trinke ich noch geschwind ein Schlückchen. Mmh. Ah, lecker. Ah. Eieieiei, da ziehen sich die Knochen zusammen. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen was, so, weiß ich, wie in eine Zitrone beißt, was ganz Saures und dann sich anfühlt, als würde der Kiefer schrumpfen, so implodieren? Bah, das finde ich irgendwie lustig. War gerade so, obwohl das eigentlich gar nicht so sauer ist, das Getränk. Ein Energiegetränk. Die letzte Dose aus meinem Vorrat. Ich hoffe, vorm Abi schaffe ich noch irgendwie da mal eine neue Palette zu bestellen. Weil das ist ja immer morgens und am Tag vielleicht noch ein bisschen lernen und so. Angrosch mit euch. Die Tür wurde verriegelt, aber beunruhigende Geräusche dringen aus dem Saal. Noch konnten wir das Geschehen vor der Bevölkerung geheim halten. Es wird aber zunehmend schwieriger. Damit ich dann was zu trinken während der Prüfung habe. Ja, ich bin ja schon dabei, mich um die Sache zu kümmern. Könnt ihr uns im Kampf unterstützen? Nein. Undenkbar für uns, unseren eigenen König Alter, muss ich alles alleine machen, oder wie? Selbst wenn wir wissen, dass er von einem Dämon beeinflusst ist, spreche im Namen aller Spießgesellen, wenn ich sage, sie sind dankbar, dass ihr diese Aufgabe übernommen habt. Oh, ich bin doch der einzige Vollidiot von der ganzen Welt, der die ganzen dreckigen Aufgaben machen muss. Die NPCs stehen die ganze Zeit rum und machen nichts. Die überlassen alles uns. Alter Held müsste man sein in der richtigen Welt. Der einzige, der arbeitet, dafür aber auch Fettknete und sowas bekommt. Und Anerkennung vor allem. Kriegt mir ja sonst nix. Frag uns mal die Spülmaschine aus und schon heißt es, warum hast du den Ofen nicht abgewischt? Und so, ne? ich fühle mich geehrt. Stell dir mal vor, so ein Held, Batman oder so, räumt die Spülmaschine aus, kommt seine Mutter rein. Na, wisch den Ofen ab. Oder seine Mutter würde wahrscheinlich eher so sprechen. Na, wisch den Ofen ab. Ich bin Batwoman. Ja, Mutter. Bin Batman. Batofen.
und Bettspülmaschine. Habt keine... Oh Gott, ey. Und dann hat der Ofen noch so Fledermausflügel an der Seite. Oh Gott. Und die Teller, die sind auch nicht so rund, sondern auch eher so ein bisschen ovalartig mit so Fledermausflügelchen und so. Und das Messer ist auch so ein Fledermausflügel. Und die Gabeln sind also mehrere Fledermausflügel an einem großen Fledermausflügel, mit dem man dann so die... Okay, gut. Ich fühle mich geehrt, habt keine Sorge, ich werde dieses Problem lösen. Nämlich ein paar... Oh, da fehlt ein Leerzeichen. Ein paar lustige Bestecksets designen. Batman-Besteck. Bat-Besteck. Ich werde das hintere Tor hinter euch... Das hintere Tor hinter euch wieder verschließen und erst wieder öffnen, wenn ihr die Station bereinigt habt. Die Situation natürlich auch. Das vordere Tor hier bewachen wir. Soll ich euch nun hineinlassen? Ja, doch. Bevor unser Buff wieder weg ist.